Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu Ozark Mega S zum neuen Video. Jo Leute, heute geht es mal um das Thema Beat'em-up Games und zwar Prügelspiele. Und ja, ich habe da euch wieder was zu erzählen. Es wird hoffentlich nicht so ein langes Video, aber ich wollte mich dazu auch mal äußern. Denn es ist ja so, dass ich ganz, ganz lange schon Beat'em-up Games feiere und spiele und seit langer Zeit halt zocke. Aber halt festgestellt habe, dass es mittlerweile zahlreiche Beat'em-up Ableger gibt, die halt mit der Zeit immer schlechter geworden sind und immer, ja, ich sag jetzt mal, nicht komplexer, aber ja, so halt vorhersehbar, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ich fange da mal auch wieder so ein bisschen in der Vergangenheit an, und zwar zu Zeiten des Super Nintendos, weil die ersten krassen Prügelspiele waren einfach auf dem Super Nintendo Street Fighter und Street Fighter 2 und dann später Street Fighter Turbo. Und ja, und als es dann halt mit der PlayStation losging, kam es halt mit den ersten, oder auch auf Computer, ich weiß, das kennt wahrscheinlich keiner von euch mehr, googelt mal Virtua Fighter. Virtua Fighter war so das erste 3D-Ableger Gedöns, was so Beat'em-up-Games betroffen hat. Und ja, da ist es halt wirklich so, dass man sagen kann, okay, alles klar, das sah noch nicht so geil aus, da sahen die 3D-Figuren noch so richtig eckig und kantig und so richtig eklig aus. Genauso wie die Tekken-Reihe, die auf der PlayStation 1 dann anfing mit Tekken 1, Tekken 2 und dann also das Tekken, was ich am meisten gespielt habe, Tekken 3. Und ja, mittlerweile haben sich die Beat'em-ups, was die Qualität der Grafik und der Spielmechanik bzw. der Steuerung angeht, stark gewandelt und verändert, aber auch verbessert in bestimmten Fällen. In manchen Fällen aber auch verschlechtert. Wenn man zum Beispiel ja, neben Tekken, Street Fighter gibt es halt noch einen großen Mitspieler, den es immer gab, und zwar Mortal Kombat. Mortal Kombat kennen wir vielleicht wirklich viele noch vom Super Nintendo und dann aus den Arcade-Maschinen Ende der 1990, 1992, 93, 94, was in Amerika halt extrem gehypt war mit den großen Arcade-Spielhallen. Und ja, da kann man halt einfach wirklich nur sagen, Mortal Kombat war richtig krass, weil das halt gegen den Mainstream ging, auch damals sozusagen. Mortal Kombat war halt diese Devise, das haben auch mal die Macher und Erfinder von Mortal Kombat mitgeteilt, die wollten halt einen Effekt haben, der sich anders anfühlt als bei Street Fighter, weil Mortal Kombat war eigentlich so der direkte Konkurrent von Street Fighter damals gewesen. Und bei Street Fighter war es halt so, wenn man eine bestimmte Anzahl von Schlägen halt in, vor allen Dingen in den ersten Spielen abbekommen hat, dann hat man ja immer so ein Taumeln bekommen. Also du wurdest fünfmal hintereinander geschlagen und danach warst du auch nochmal kurzzeitig betäubt, sodass so hier Sternchen um deine Birne geflogen sind, sage ich jetzt mal, dass man halt sich nicht wehren konnte, halt betäubt oder halt nicht K.O., aber halt gedingst halt, dass man halt nochmal dafür bestraft wird, dass man schlecht gespielt hat, sage ich jetzt mal so pauschal. Und auf jeden Fall ist es halt mittlerweile so geworden, dass sich vor allen Dingen in den Mortal Kombat Spielen und auch in den Street Fighter Spielen bestimmte Sachen halt eingedingst haben. Das heißt, es gibt dann ja, früher war es halt wirklich so, man musste halt viel blocken, viel treffen und dann immer auf den Fehler vom Gegner warten, um den dann Schaden zu machen. Mittlerweile ist es so, dass man halt mit bestimmten Attacken durch bestimmte gegnerische Attacken durchdringen kann. Das heißt, wenn der Gegner zum Beispiel gerade zu einem, bei Street Fighter ganz einfach, der Gegner setzt zu einem Hadouken an, will den Feuerball abschießen und du spielst jetzt beispielsweise Ryu oder irgendeinen anderen Charakter, der sowas wie einen Uppercut hat, also wie ein Shoryuken, ja. Und da kann man dann durch den Feuerball durchspringen, ohne Schaden zu nehmen, um dann halt die Attacke zu countern. Das gab es halt früher nicht. Früher war es halt wirklich so, wenn eine Attacke oder eine Fähigkeit ausgeführt wurde, dann wurde die meistens komplett durchgeführt. Außer du hast den Gegner halt früher mit einem leichten Schlag oder einem mittleren Schlag unterbrochen. Aber auf jeden Fall konntest du dann halt nicht so eine Counter setzen, wie es jetzt halt ist. Und ja, es hat sich halt mittlerweile so eingebürgert, man kämpft dann gegeneinander, vor allen Dingen bei Mortal Kombat ist das ganz schlimm, da gibt es dann eine bestimmte, ich sage jetzt mal Combo, also Schlag-Tritt-Combo, mit dem man dann den Gegner zu Boden haut und dann im Nachgang diese Combo immer wieder spielt, in der Hoffnung, der Gegner macht einen Fehler, damit man immer diese Combo, diese eine Combo trifft, weil die dann am meisten Schaden macht und man safe, oder was sei es safe, aber man diese Combo dann halt auch nicht
verhindern kann. Also das sind so Safe Damages. Das heißt, so unter dem Motto, bei Mortal Kombat habe ich das letztens wieder gesehen, ein Gegner springt hoch und will den anderen von oben treten. Ja, irgendwie hat der zweite Gegenspieler das halt vorausgesehen, dass sein Kontrahent jetzt springen wird. Dann macht er die Attacke, weiß ich nicht, Feuerball in die Luft. Dann fällt derjenige eigentlich runter und dann in der Luft, also diese Kombos, die dann halt in the air gemacht werden. Verstehe ich halt nicht. Gab es halt früher nicht, wenn jemand aus der Luft geschlagen wurde und aus der Luft geboxt wurde. Oh, da kommt ein Krankenwagen von vorne. Ich hoffe, der... Okay, der kommt jetzt einfach durch. Na gut. Ja, da ist man dann einfach zu Boden gestürzt, musste aufstehen und dann musste man sich der nächsten Attacke stellen. Und meistens war es halt bei den alten Prügelspielen so, wenn man am Boden liegt, kann man nicht weiter geschlagen werden, was ich auch gut finde. Es macht halt keinen Sinn, weil das halt ja nicht nur wegen dem... Ja, ich sage jetzt mal emotionalen Dingen so, man schlägt niemanden, der am Boden liegt, ja, so, ihr versteht, was ich meine, sondern halt auch generell machen dann diese Effekte halt, ja, sollten entweder weniger Schaden machen oder halt gar nicht ausführbar sein, weil das Problem ist, dadurch lassen sich dann unendliche Kombinationen fast erspielen, womit der Gegner macht einmal einen Fehler, wird in der Luft gehauen, landet dann irgendwie, kriegt 5 Schläge in der Luft ab, landet auf dem Fußboden und wird dann am Fußboden auch nochmal 3-mal getroffen, so dass man das dann nach einer Combo direkt 40% seiner Lebenspunkte verliert. Ja, das heißt, man macht 3-mal den gleichen Fehler oder macht 3-mal einen Fehler und der andere hat dann halt das Glück, dass er in dem Moment einen Counter setzt, so dass man dann halt nach 3 Kombinationen tot ist. Und das macht halt das Spiel sehr vorhersehbar und wenig spontan und wenig situationsinitiativ. Früher war es halt wirklich so gewesen, man hat halt bestimmte, auch bei den Tekken, vor allem Tekken 3 war so eine Sache, da gab es bestimmte Schlagkombinationen, die musste man auswendig lernen. Das waren 9 verschiedene Tasten, die man hintereinander drücken musste. Und dann hat der Charakter auch straight 9 verschiedene Attacken gemacht und der Effekt einfach dahinter, weil die Attacken sich abgewechselt haben. Da kam mal ein Schlag oben, da kam mal ein mittiger Schlag, da kam mal ein Tritt in die Kniekehle oder sowas. So, dass derjenige gegenüber, gegen den man die Combo gespielt hat, diese halt dann auch perfekt abwehren musste. Und jetzt kam halt einfach der Clou. Wenn man die Combo beendet hat, war man selber danach, wenn man sie verkackt hat sozusagen, man hat den Gegner angegriffen, macht seine Combo, 9 Schläge. Und der Gegner pariert einfach alles oder blockt einfach alles ab, weil er halt ein guter Spieler ist und auch die Kombos alle auswendig kann. Dafür musste man sozusagen Wissen aufbauen, wenn man 30 verschiedene Charaktere hat, gegen die man spielt. Okay, welche Kombo kann der denn überhaupt ausführen? Wie gehen denn die Schläge nacheinander? Und wie kann ich die denn blocken? So, dass man dann sagt, okay, alles klar. Derjenige, der den Angriff pariert oder abwehrt, der musste halt auch alle Charaktere auswendig lernen. Also der Spieleffekt, dass man nicht nur vom Gegner alle Kombos kennen muss, sondern die auch noch perfekt parieren konnte, hatte die Beat'em-up-Spiele und die Prügelspiele halt einfach früher viel, viel schwerer gemacht. Auch so Kombinationen wie, dass man halt den Gegner immer dazu zwingen musste, sich unten zu blocken, weil es gab halt bei Street Fighter, ich sag mal, der Knockdown, ein harter Tritt unten, also wenn man unten gedrückt hat und einen harten Kick benutzt hat, also harten Tritt benutzt hat, Alter, was machen die denn hier wieder? Ey, da wäre fast, ganz ehrlich, ey. Fährt der jetzt oder fährt der jetzt nicht? Alter. Was denn hier? Ja, fahr doch, Mann. Ey, krass. Unerhört. Ja, auf jeden Fall, sorry, ich war jetzt da gerade in der Autosituation, von rechts kam gerade der Verkehr und vor mir stehen einfach drei Leute auf der Kreuzung und fahren nicht weiter. Ja? Keine Ahnung, was in deren Köpfen gerade wieder los ist. Naja, auf jeden Fall war es dann so gewesen, dass man halt sich wirklich, man musste sich safe unten ducken und also nach unten ducken und gleichzeitig die Blocktaste drücken, damit man halt diesen Angriff pariert, damit man nicht genockdownt wird. Und Knockdown ist halt immer so eine Sache gewesen, das konnte man natürlich ja 2-3 Mal hintereinander mal versuchen, um den Gegner halt zum Block zu fokussen. Und dann nach dem dritten Angriff wurde man spätestens ein Stück vom Gegner weggestoßen, sage ich jetzt mal. So, dass man halt danach wieder ein Open Field hatte und es nicht in eine unendliche Kombination ausarten konnte, ja. Und diese ganzen Sachen fehlen halt heutzutage. Das heißt, man macht einmal einen Fehler, wird in der Luft 5-mal geschlagen und dann hat man seine halbe HP verloren, obwohl das Spiel ja eigentlich so sein sollte, dass der Bessere nicht gewinnt, der halt immer darauf wartet, dass jemand gerade einen Fehler macht beim Hüpfen oder beim Springen oder sonst was, sondern man muss halt versuchen, den Gegner vorauszusehen und zu countern. Bei
Street Fighter, vor allen Dingen auf dem Super Nintendo, Street Fighter Alpha 3, war halt so eine Geschichte, da musste man einfach bei bestimmten Charakteren halt darauf warten, dass der Gegenüber jetzt sich doch mal entscheidet, einen Feuerball zu machen. Heißt, einen Hadouken zu schießen oder weiß ich nicht, halt was halt die Gegner als einen als Fernkampfattacke gehabt haben. Und dann war es halt so, dass die Animation des Hadoukens genau so lange gegangen ist, dass man den Gegner mit einem countern konnte, indem man oben über den Feuerball rüberspringt. Und gerade wenn die Animation fertig sein sollte und der Gegner sich wieder blocken kann, das sind halt immer so ganz kleine Fenster gewesen, konnte man den dann einfach durch einen Sprungtritt halt nach hinten knocken und dann halt natürlich 2-3 Kombos weitermachen. Also beispielsweise oben Sprung, harter Tritt, Landung, mittlerer Schlag oben, mittlerer Schlag unten und dann einen Feuerball oder Shoryuken hinterher setzen oder jetzt von Kami einen Spiral Arrow oder sowas und oder einen Cannon Strike und dann hat man einfach den Gegner dann mit dieser, weil der Gegner halt schnell gerade sich dazu entschieden hat, einen Feuerball zu benutzen, dann den gecountert und nicht dadurch, dass man halt unendlich viele Kombinationen halt in der Luft macht. Ja, und bei Mortal Kombat ist es halt ähnlich so und auch mittlerweile bei Tekken. Und ja, ich hatte jetzt noch ein Spiel vergessen, das werde ich jetzt zum Schluss noch mal kurz erzählen. Es gab ja früher auf der PlayStation 1 hieß das Spiel Soul Blade. Soul Blade war der Ursprung der Soul Calibur-Reihe, die dann später als Soul Calibur weitergeführt worden sind. Und Soul Blade hatte sogar noch einen ganz anderen eine Mechanik, die dann später gar nicht mehr so zum Tragen kam. In Soul Blade war das Spiel wirklich darauf ausgelegt, dass man wirklich zuerst im Einzelspielermodus alle Charaktere mit allen Waffen, weil jeder Charakter hatte einen eigenen Waffentyp. Zum Beispiel Sophetia hat ein Schild und ein Schwert und Mitsurugi hat so einen Katana halt. Und man konnte aber verschiedene Waffen freispielen und die konnte man dann aber auch im Multispieler gegeneinander anwenden. Somit musste man auch wieder die Waffen und die Fähigkeiten der Charaktere auswendig lernen, was für eine Vorteile und Nachteile die hatten. Ja, und diese Flexibilität, diese Multi- oder diese Vielfältigkeit, die gibt es halt heutzutage in den Beat'em-up-Spielen halt nicht mehr. Oder kommt einer von vorne? Ich muss mal kurz stehen bleiben, dass der auch an mir vorbeikommen kann. Also, der fährt auch nur 20 km/h. Also, auf jeden Fall, Beat-'n-Up-Games finde ich an sich eigentlich richtig cool und macht Spaß, aber ich habe halt mittlerweile das Gefühl, dass sich viele Spiele einfach nur noch, also nicht mal mehr selbst neu erfinden, sondern einfach nur noch, jetzt kommt da noch einer, dass sich halt diese Spiele nicht mehr neu erfinden, sondern immer nur wieder recycelt und recycelt und recycelt werden. Und dementsprechend, da kommt halt noch einer, der hinter mir hat es nicht gescheckt, da vorne kommt der zweite, der fährt jetzt aber diesmal schneller. Ja, bevor der jetzt an mir, ich mache mal einen Blinker, dann kann der vorbeifahren, dann kann ich hier noch ein bisschen weiterreden. Oh Gott, sind die doof. Ich fahre mal ein Stück jetzt vor, mal gucken, ob das klappt. Ja, so weit passt das. Und auf jeden Fall ist es dann einfach so, dass halt diese Spiele dann sich halt... Oh, drängelt der, ey. Warte mal, ich fahre mal kurz an den Rand ran, damit es hier gedingst ist. So, auf jeden Fall ist es dann einfach so, dass ich sage, viele Spiele, die erfinden sich gar nicht mehr neu selber, sondern die sind halt wirklich so, dass man sagen kann, okay, da wird viel gerecycelt und wenig Innovatives Neues gemacht. Auch zum Beispiel der Unterschied zwischen Street Fighter 4 und Street Fighter 5, wo dann die EX-Bar, die bei Street Fighter Alpha 3 zum Beispiel extrem geil war, du musstest halt wirklich 3 volle Stärkebalken aufbauen und dann hast du deinen Super-Kombo abgefeuert, der dann halt auch die stärkste Attacke war. Und den musste man dann aber halt auch irgendwie treffen, dass man sagt, man schlägt den Gegner erstmal vorher mit einem harten Schlag oben und setzt einen geduckten Mittelschlag hinterher, weil dadurch ein Taumeleffekt einsetzt und dann macht man dahinter den... Super-Kombo. Und dann hat man damit viel Schaden gemacht. Man musste aber erstmal das Ganze aufbauen und dadurch war das halt natürlich schwieriger, mit dem Spiel überhaupt dann Schaden zu machen, weil ein leichter Schlag oder ein mittlerer Schlag sollten halt nicht die HP so schnell runterbürsten. Naja, so viel zum Thema einfach, wie nennt sich denn das? Will der hier rein? Okay, der will da tatsächlich rein oder so. Dann muss ich hier mal weiter. Ich guck mal, ob ich hier weiterfahren kann. Jetzt, da stand wieder jetzt auch ein Fußgänger vor mir. Also, so viel zum Thema auf jeden Fall Beat'em-Up-Games. Schreibt mir doch mal einfach in die Kommentare, was ihr so von diesen ganzen Prügelspielen, also Beat'em-Up-Games, haltet. Sei das jetzt Tekken oder Street Fighter oder Mortal Kombat oder vielleicht halt andere Spiele, die ich jetzt nicht erwähnt habe, die ich vergessen habe. Würde mich wirklich sehr mal interessieren. Und
Ja, wenn ihr noch keine Abonnenten meines Kanals seid und mehr von meinen Meinungsvideos sehen wollt, dann könnt ihr jetzt auf kostenfreier Ehrenbruderbasis diesen Kanal abonnieren. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Ja, und ansonsten sage ich mal einfach, wir sehen uns beim nächsten Video. Stay real. Bis dann, euer Ozok. Ciao.